Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Transformers 2, die Rache. Ich bin es, Adam Smurfix. Beim letzten Mal haben wir das Tutorial abgeschlossen und jetzt sind wir hier wieder in der Zentrale der Autobots. Wir schauen hier gleich mal in die schönen Upgrades. Können wir uns was leisten? Wir haben 44.000 und das kostet nur 25.000. Ja, kaufen wir zuvor. Achso, okay, dann muss man gedrückt halten. So, kauf mal. Maximale Energie ist immer super. So, egal, kaufen wir nochmal maximale Energie. Okay, gut, Upgrades haben wir uns geholt und jetzt speichert es immer weiter, immer schneller, immer höher. Das ist unser Motto. Wir sehen hier, 2 von 23 Missionen sind offen. Juhu, das heißt, wir haben schon eine von 23 Missionen erfüllt. Oh, Leute, sind wir gut. So, hier, Pyramiden. Ich will nicht in die Pyramiden. Ich will nicht zu den Pyramiden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Baustelle in Shanghai. Eine Baustelle in der Stadtmitte mit einem ausgehobenen Loch, Leute. Das hört sich interessant an. Und ich würde sagen, Leute, da werden wir jetzt hingehen. So, viel Spaß jetzt mit der ersten Mission. Diese Decepticons haben einen Angriff auf Shanghai gestartet. Suche und zerstöre alle. Wen spielen wir? Ironhide. Das hört sich immer cool an. Okay, jetzt können wir uns auch so ein Gewehr übernehmen. Breakaway hat halt das geile Sniper-Gewehr. Oh, aber ist gesperrt. Bumblebee. Ratchet meine ich. Auch gesperrt. Und Bumblebee. Oh, sind auch gesperrt. Schade. Na egal. Ratchet, du bist auch cool, oder? Ratchet! So, wir starten jetzt Ratchet durch und machen alle in Shanghai fertig. Hier ist Sergeant Epps. Befinde mich 370 Meter über Shanghai, Südosten. Kein Sichtkontakt. Aber da unten ist was. Wahrscheinlich getarnt. IR-Signaturen auf Stufe 4. Ende. Klinken uns in die lokale Sicherheitsüberwachung ein. Mal sehen, was wir da haben. Ein streng geheimes Alien-Raubtier, denke ich. Aber was weiß ich schon. Ja, kommt mir vor wie letzten Monat in Marokko. Gleiche Störung im Hintergrund. Wir haben... Moment. Fahrkontakt bestätigt. Decepticon-Angriff im südwestlichen Quadranten. Zurück zur Basis. Alarmiere die Autobots jetzt. Unsere Nest-Verbündeten melden einen Decepticon-Angriff in Shanghai. Bereit machen zum Angriff. Autobots, hier Major Lennox von Nest. Wir haben mehrere Decepticons in der Zone ausgemacht. Wir sind immer bereit. So, okay. Decepticons zerstören. Sollte man hinbekommen, wenn ich sie sehe. Da sind sie ja, die Kleinen. So, machen wir mal das Geschütz. Schau dich die an. Das ist eine Mini-Sentry. Okay, bleibt jetzt da einfach stehen. Okay, gut. Ich weiß nur leider nicht, wie ich mein Leben auffülle. Das würde mich gerade sehr interessieren. Weil, es wurde uns auch nicht beigebracht im Tutorial, was irgendwie blöd ist. Aber egal. Vielleicht ist es einfach automatische Regeneration. Das ist genau eine Spezialattacke, also für eine Macht-Spezialattacken, um in den Overdrive-Modus zu füllen, okay? Was immer der Overdrive-Modus ist, das wird uns sicher auch noch alles erklärt. So, meine Ziele überprüfen. So, eliminiere alle Decepticons, finde alle einen Kunststoß. Ja, keinen Bock auf die Kunststoß. So, oh Leute, man muss eigentlich sagen, das Spiel sieht echt nice aus, Leute. Schau ich das mal an hier. So, im Hintergrund das Shanghai. Sieht schon ganz nett aus. So. 2 von 12 Decepticons sind vernichtet. Ich würde sagen, wir sind ja so gut, Leute. Ich sehe niemanden. Hallo? Hallo? Ratchet ist in the house. Wo seid ihr denn? Ach, da hinten. Snippert der auf mich oder was hier? Was habe ich da? Ich glaube, ich habe eine Pumpgun. Eine Pumpgun auf Distanzschuss, ey, Leute. Bin ich gut? Natürlich bin ich gut. Okay. Jetzt machen wir hier. Jetzt sind wir cool, Leute. Ach, verdammt, ich komme nicht rüber. Okay, wir sind doch nicht cool. Zack, ey, jetzt, wo seid ihr denn, meine Kumpel? Kumpelblase, meine Kumpelblasen hier. So, ich sehe die alle nicht. Bin ich blind in dem Spiel. So, ich hau jetzt einfach mal wahllos alles tot. Du bist es, ich weiß es doch. So, da oben hat er sich versteckt. Fiesling hier. Okay, wechseln wir mal die Waffe. Das ist ein Minenwerfer, so wie das aussieht. Schauen wir mal. Oder auch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Egal. So, unser Overdrive-Modus füllt sich. Sterben wir übrigens gerade. Das ist mein Sentry-Ding wieder. Hallo Sentry-Ding. Na, wie geht's dir so? Der Ronin-Geschütz eingesetzt, okay? Ich hoffe, das macht einfach mal alle Gegner platt. So. Body Slam!
Hier war keiner. Hier war keiner. So, weg. Ah, der Hieb war fies. Der war fies. Das sag ich meiner Autobot-Mami. Spezialfähigkeit ist schon wieder bereit. Ich weiß das echt nicht, wie das mit dem Leben aussieht, Mann. Habe ich da ein bloody Screen? Weil normalerweise hatten wir nie in einem Transformers-Game, hatten wir noch nie eine HP-Degeneration. Wir hatten ja immer, dass man Energon-Würfel auf irgendwo finden müsste. Hier sehe ich aber gar nichts in die Richtung. Wir haben da unten links einen Balken, aber der ist doch für unsere Sentry. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Oder? Ich sag ja, ich weiß es wirklich nicht. So. Waffe wechseln. Ich weiß nicht mal, was das für eine Waffe ist. Jetzt nicht da hochklettern. Was bist denn du für einer? Vereister Kletterer. Oh, wir sind so fies. Beim Klettern. Den armen Puppel hier töten. So. Egal, was auch immer es ist, macht mir Schaden. Ah! Sentry! Vernichte sie! Vernichte sie! So. Das Dumme ist auch, was am Auto halten echt dumm ist. Ihr seht es? Das Dumme, was echt dumm ist, das ist schon mal sehr gut. Oh, wer kommt denn da? Oh, da kommt eine schicke Karre. Aber ich denke mal, die schicke Karre wird noch einiges für uns parat haben. Irgendwas nicht so schönes, oder? Was ich sagen wollte, was ich am Fahren nicht so schön finde, ist... du siehst cool aus, aber ich weiß nicht, wer du bist. Ist, dass ich im Endeffekt, wenn ich R2 drücke, die ganze Zeit fahre. Ich kann also nicht einfach mal mit meinem Auto stehen bleiben. Ich kann langsamer fahren, aber ich kann nicht stehen bleiben. Hier geblieben! Nicht weglaufen hier! Ah! Ich sagte nicht weg... Was ist mit dem? Brenne ich? Sterbe ich? Ich weiß es nicht. So, aus der Bahn. Sorry. Weg da. Ich werde angerufen. Bis gleich. Verzeihung für die kleine Unterbrechung. Ich war hier in... Oh, speichert. Speichert. Oh, für eine Sekunde dachte ich, das Spiel hängt sich auf. So, ich wurde gestört. So, machen wir erstmal den da. Auch wenn ich nicht weiß, warum. So, jetzt... Warum haut der ab denn? Ich ja gar nicht nicht. Ich hau nicht ab. Ich lass mich lieber abballern. So, ich glaube, der ist auf das Haus hochgegangen. Oder er ballert mich von der Seite ab. Hä? Ballert der mich wirklich von der Seite ab? Der ist schon über mir. Verwirrspiel hier. Und letztlich sein Leben auf? Nein. Was können die nicht? So, was können die nicht? Ja! Hier geblieben! Ich krieg dich doch, mein... Oh, ich glaube, wir machen hier mehr von Shanghai kaputt, als der jemals kaputt machen könnte. Ich schieße die ganze Zeit mit meinen Raketen gegen die Wand, die prallen zurück und ich denke immer, das ist der Gegner. Jetzt, was ist denn das für einer? Und ey, wenn Megatron das sehen würde, der würde ja hier sofort ausrasten. Ein Decepticon, der nur wegläuft. So, aber jetzt können wir ihn schön abballern. Ja! Ist er weg? Oh, nein, ist er nicht weg. Woo! Der war schön. So, aus der Bahn! Blöde Zivilisten schon wieder hier. So. Alle hopp. Alle hopp. Und weg mit dir. Komm, gleich habe ich dich doch. Das ist schon wieder abgehauen. Komm, kletter irgendwo hoch. Kletter irgendwo hoch. Ich weiß doch, dass du es willst. Hahaha. Verdammt, ich hätte eigentlich oben bleiben sollen. So, schau ich das an. Der legt da Minen. Ach, der legt echt so Geschwindigkeitsblocker oder sowas. Aber egal, das bringt ihm auch nichts mehr. Glückwunsch, du hast freigeschaltet das Shanghai-Video der Autobot-Kampagne. So, das ist der Anfang. So, 5 Minuten, 15 Handzug gedauert, 12 Gegner eliminiert, Treffer für eine Primärwaffe 44 von 96, mit der Sekundärwaffe 27 von 42, Spezialattacken 2, Präzision Primärwaffe 46% und Primärwaffe 46 und Sekundärwaffe 64. Präzision gesamt 51 und 5000 Energon und sonst nichts gefunden. So hört sich das. Und dann speichern wir nochmal und wir haben erfolgreich die erste Mission abgeschlossen im Kampf gegen Megatron und seine Lulatsche hier. So, jetzt heißt es erstmal wieder schön das Autobot-Quartier und jetzt erstmal schlafen. Brauchen Autobot Schlaf? Gute Frage. Eigentlich nicht. Drückst einfach auf den Aufschalter und dann können sie ihren Schlaf simulieren. Alle Decepticon-Ziele eliminiert. Die Kampfzone ist gesichert. Lass dich nicht täuschen, Draco Bay.
Die Decepticons werden nicht so leicht aufgeben. Ich fürchte, Ironhide hat recht. Da der Allspark zerstört und Megatron besiegt ist, hoffte ich, sie würden diesen Planeten verlassen. Doch so wird es nicht sein. Wir haben zwar gewonnen, aber unser Sieg hat Opfer gefordert. Immer noch besorgt wegen der Menschen, Prime? Ironhide, wenn unsere Gegner nach Shanghai zurückkehren, wirst du auf sie warten. Mache dich bereit zum Aufbruch. Neue Zone verfügbar, neue Mission verfügbar. So, nun, der Mission 3 ist hier schon verfügbar. Maximale Energie kann man upgraden. Ah ja, wir haben nur 9100, das kostet 65.000. Haben wir vielleicht was anderes Billiges in Waffenkühlung? Okay, die Abkühlzeit erhöhen, das bräuchten wir, also besonders beim Snipen hier. Kann man alles eigentlich gebrauchen. Freischaltbar, das haben wir schon was Cooles freigeschaltet. Irgendwie nicht. Egal, was holen wir uns denn danach? Nahkampfschaden eher nicht. Aufladenschaden. Fahrzeugabkühlung, also das ganz sicher nicht. Ne, ich würde sagen, wir holen uns maximale Energie und dann hier Waffenkühlung. Waffenüberhitzung. Füllt die Leiste deines Teams bis zur Überhitzung etwas zu erhöhen? Achso, die Abkühlzeit, okay. Ich dachte, das wäre im Endeffekt das Gleiche. Okay, gut. Wissen wir Bescheid, Leute. Wir werden in diesem Part leider ein bisschen kürzer machen. Tut mir sehr leid. Sonst werden wir immer so um die 15 bis 20 Minuten machen. Aber heute werden wir ein bisschen kürzer machen. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit True Informers 2. Und bis dahin, haut rein, euer MC Muffix.